Hallo zusammen, herzlich willkommen aus dem schönen Berner Oberland in der Schweiz. Ich werde die nächsten zwei Tage mit meinem Zuhause ein bisschen durchs Berner Oberland fahren. Das Berner Oberland bietet sehr viel, im Winter Skifahren, im Sommer kann man viele Wanderungen durchführen, an den Seen baden gehen. Das hier ist gerade der Prinzersee. Weiter hinten ist dann Hinterlaken, dann kommt der Thunersee, dann kommt Thun und dann irgendwann mal kommt dann die Stadt Bern. In den nächsten zwei Tagen werde ich euch Orten vorstellen, wo man zum Beispiel schöne Wanderungen machen kann oder Sehenswürdigkeiten, Aussichtsplätze, vieles mehr. Willkommen auf dem Ballenberg beim Freilichtmuseum in der Schweiz. Ein kleiner Abstecher auf den Ballenberg lohnt sich immer. Wenn man durch das ganze Areal hier läuft, diese Sachen anschauen geht, die Häuser von den verschiedenen Kantonen von der Schweiz, wie sie früher gearbeitet haben, gelebt haben, ist einfach wunderschön, vor allem hier zwischen den Alpen. Wenn man hier den Rundgang gemacht hat, hat man schon eine kleine Wanderung hinter sich. Ja, wir sind hier am Staubbachfall in Lauterbrunnen. Ja, aus Lauterbrunnen kommt man an diversen Orten hin, wie nach Mürren, Schildhorn, nach Wengen. Das Schildhorn im Berner Oberland ist für viele Menschen ein Begriff, weil dort mal der James Bond gedreht wurde. Ein Ausflug auf Schildhorn lohnt sich immer. Dort oben gibt es ein Restaurant, das dreht sich um die eigene Achse. Innerhalb von 45 Minuten und die Aussicht ist traumhaft dort oben. Außerdem gibt es auf dem Schildhorn noch ein Kino vom Film James Bond 007. Außerdem kommt man von hier aus auch auf Wengen. Das ist hier oben, das ist eine autofreie Zone. Von Wengen kommt man auf die kleine Scheidegg und dort kann man die eigene Nordwand betrachten. Ja, ich bin da in Sigriswil angekommen. Hinter mir seht ihr schon eine sehr, sehr lange Hängebrücke. Und die Aussicht von der Hängebrücke zeige ich jetzt euch. Es ist einfach geil, hier auf dieser Hängebrücke zu sein. Nichts für Leute, die Höhenangst haben. Sie schaukelt extrem, aber einfach nur geil. Diese Aussicht. Neben der Hängebrücke hat es einen sehr großen Parkplatz. Bei Park for Night ist dieser Platz drauf und man kann gut eine Nacht hier übernachten.
Ja, guten Morgen. Bin ja gestern noch von Spiez nach Sannenmöser gefahren, zu meinem Schlafplatz. Ich hatte sehr eine ruhige Nacht. Die Bahn nebendran habe ich fast nie gehört. Und es hat wirklich viel Platz hier auf diesem Parkplatz. Jetzt gibt es mal noch Frühstück. Dann geht es weiter Richtung Stadt und Richtung Lauenen. An den schönen Lauenensee. Am Sommer kann man hier gut parkieren, mit der Gondel auf den Berg hoch, schöne Wanderungen machen, biken gehen. Seid gespannt auf die zwei weiteren Orte, wo wir hinfahren. Und wer weiß, vielleicht wird es noch ein dritter geben heute. Drüben auf dem Berg sieht man sehr gut, wo die Skipisten durchgingen. Ja, wir fahren jetzt da aus Gstaad raus Richtung Lauenensee. Ja, wir sind am Ziel angekommen, am Lauensee im Berner Oberland. Wie ihr seht, ist er noch gefroren. Das ganze Gebiet hier ist Naturschutz. Im Sommer kann man sehr gut wandern gehen hier. Man kann auch gemütlich nur um den See laufen. Im Winter muss man schon die entsprechende Ausrüstung dabei haben. Ja, wir waren jetzt am Lauensee. Wirklich sehr schön hier oben. Bisschen kalt. Ich fahre jetzt Richtung Gstaad. In Gstaad werde ich nur durchfahren. Ich habe noch ein anderes Ziel für heute. Das ist Kandersteg. Vielleicht kennt der eine oder andere diese Ortschaft. Und dort gibt es auch noch etwas Besonderes, was es nicht überall gibt. Ach ja, noch was anderes. Wenn ihr mal wollt, dass ich auf meine Landessprache, auf Berndeutsch, ein Video machen soll, dann schreibt mich doch unten in die Kommentare und dann mache ich dann eins. Und wenn wir schon dabei sind, wenn ihr Ideen, Vorschläge habt, was ich machen könnte, hier in der Schweiz, dann schreibt es mir auch unten in die Kommentare und wir schauen das an und schauen, ob wir das alles ermöglichen können.
Ganz vorne rechts ist ein großer Berg, das ist der Niesen. Um diesen Berg herum müssen wir jetzt, dass wir nach Kandersteg kommen. Willkommen in Kandersteg. Ja, wir sind in Kandersteg angekommen, sind da jetzt an der Gondelbahn für nach Öschinesee. Öschinesee liegt hier oben. Ja, im Winter kann man da auch Skifahren, wie ihr seht. Ja, auch im Sommer kann man da verschiedene Touren wandern. Von Kandersteg zum Öschinensee hat man ca. 1,5 Stunden. Dann kann man vom Öschinensee in die Blümlis Alphütte und da hat man ca. nochmal 5 Stunden, aber das ist dann für die geübten Tourenwanderer. Ja. Ich habe doch gesagt, dass man in Kandersteg etwas Spezielles machen kann. Man kann mit dem Motorrad, mit dem Auto, mit dem Van auf einen Zug fahren. Der bringt uns dann durch den Lötschberg-Tunnel. Und wenn wir dann drüben rauskommen, sind wir im Kanton Wallis. Und genau das schauen wir jetzt ein bisschen näher an. So, jetzt sind wir auf diesem Zug, warten nur noch bis er fährt, geht das ca. Viertelstunde, 15 Minuten und dann sind wir im Wallis. Wie gesagt, ich werde jetzt da mit dem Zug noch durch den Lötschberg-Tunnel fahren oder werde gefahren und dann geht es durch das Wallis und Wattland zurück und noch durch den Kanton Freiburg und dann bin ich dann endlich auch wieder mal zu Hause. Wenn ihr auf diesen Zug fahren wollt, informiert euch vorher, wie breit und wie groß das ihr Fahrzeug sein darf, dass ihr mit dem Zug durch den Tunnel fahren könnt. Ja, wir sind am Schluss von diesem Video, von meiner Reise, 2 Tage durch das Berner Oberland. Ich hoffe, ich habe euch ein paar Sachen zeigen können, wo ihr vielleicht einmal hinfahrt. So, bis das nächste Mal. Tschüss. Oder auf Bayerndeutsch gesagt, tschüss zusammen.